Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Matchmaking hier auf Mirage. Das letzte lief ja von der Eigenleistung her sehr gut, aber trotzdem war es ein Lose. Ich hoffe, dass es diesmal etwas besser läuft. Wir haben ein Kind am Start, mindestens eins, alles klar. Nichts gegen Kinder, ihr wisst ja, nichts gegen Kinder. Also bis auf den Fakt, dass sie ja eigentlich kein CSGO spielen dürfen. Das müssen wir wirklich festhalten, ja, da gibt es jetzt kein Lirum Larum. Das ist einfach nur, um da bei der Realität zu bleiben. An sich haben sie hier nichts verloren. Mal gucken, was das Kind so kann. Meist sind Kinder ja gut, also weil sie ja viel Zeit haben, ne, Schule und sowas. Da kann man dann heim und direkt spielen. Ich will auch einen Kill haben. Wird das jetzt etwa wieder so ein Spiel, wo wir zwar gewinnen, aber ich der schlechteste Kacknasensalat der Welt bin? Naja, wurscht. Ich meine, die Eigenleistung ist in dem Fall, wenn man dann siegt, nicht so wichtig. Die wird dann wichtiger, wenn man verliert. Dass man für sich selbst sagen kann, ich habe dem Downrank nochmal so ein bisschen entgegengewirkt, indem ich zumindest 3-4 Sterne hatte und 100 Millionen Punkte. Aber es fängt ja schon mal besser an als letztes Mal. Oh Gott, ey, wie wir hier alle zerlegen. Darf ich auch nochmal einen Gegner anschießen oder was? Das ist Wahnsinn wieder, das gibt's nicht. Oh mein Gott, das war Wahnsinn hier. Scout, ne. Na, Blue Spurs war das. Oh. Ich bin voll im Matchmaking-Fieber. Ich wollte eigentlich mit Warland eine Runde spielen in seinem Livestream, aber er musste dann offline gehen und ich dachte mir, komm, ich brauche eh noch Aufnahmen. Ich habe jetzt 5 Tage oder sowas über die Feiertage nichts aufgenommen, nichts gemacht, habe nur von hochgeladenen Dingen gelebt. Hab während diesen 5 Tagen auch festgestellt, dass gar nicht für jeden Tag was da ist. Oh mein Gott. Jawollo. Und war ganz entsetzt, dass ich eigentlich noch was hätte machen müssen. Das war wirklich bitter. Nein, jetzt schiebt er rüber, der Sack. Oh, scheiße. Fuck! Oh, come on, guys. Fängt das Kind etwa schon an? Wisst ihr, wir haben die ersten 3 Runden fantastisch geholt. Es war wirklich überdurchschnittlich gut, ja, wie wir die geholt haben. Wir verlieren eine Runde und er... Oh, come on, guys. Mal schauen, vielleicht ist es ja ein stabiles Kind, das wenigstens nicht rumquengelt, wenn mal was nicht gut läuft. He's down. Connector one. I'm low HP. Short one. Ist das Kind jetzt Houdini oder ist es der Grüne? Big Man. Big Man wird ja passen. Window. Kitchen one. Hab ich's doch richtig gehört? Hab ich ihn gewarnt? Ja, ja, muss man auch mal machen. Auch Kinder musst du warnen. Ist wichtig. Im Leben. Ich glaube, Houdini kann man nicht hören. Er diffused schon. Ja, okay, grün ist das Kind. Ich kann sagen, dass die meisten Spiele, die ich mit Kindern gespielt habe oder eben in denen Kinder bei mir im Team sind, dass diese Kinder ziemlich cancerous waren, also sogar höchst cancerous. Aber es gab natürlich dennoch auch Spiele, in denen die Kinder eben nicht so cancerous waren. It's gonna be fast. Orange, yellow, could you watch behind, please? Kobe! On spot. Just wait, let him come. He's under you. Wait, wait, wait. Ah, fuck. Shit. Er gibt mir den Ultra-Headshot, der Bob Marley. Es war ein bisschen blöd, dass einer von hinten kam und den Kollegen oben in Apartments rausgeholt hat. Sonst wäre das, glaube ich, ein easy win gewesen. Aber naja. Bast Show ist Bast Show. Echo Rush on A. Let's go. Come on, boys. It's close. Nice. Sandwich, start one jungle, I think. Ah, oh, one is there. Shit. Ah, wir waren die beiden letzten. Oh. Wie liegt denn er da? Ich glaube, da wird jemand geraped. Guck mal, wer ihn anguckt. One is rotating. Kitchen is tagged. Kitchen. Okay. He's short. One is on spot now. Nice. Sehr gut, sehr gut. Man merkt schon die leichte Behindertheit des Kindes. Don't panic, don't panic. Man sollte eigentlich die Fresse halten, wenn man tot ist, ne? So gerade bei sowas. Sowas kann natürlich kritisch sein, ne? Wenn es dich richtig abfuckt, weil jemand ständig callt, während du tot bist. Und dir sagt, was du zu tun hast. Also nicht, wo ein Gegner ist, sondern einfach nur don't panic. You need to look right, right. Lift, lift. One window. He's tagged. 35. Also ich werde nicht mehr darunter gehen in Window, denn er erwartet mich jetzt auf jeden Fall. Ich habe den einen vorhin ja auch schon genutzt. Also es war eigentlich klar, dass er mich dann langsam mal... da erwartet. Wir gehen jetzt schön auf die B und holen uns den Sieg. Eigene Stay Apartments. Ist keiner bei der Bombe? Hallo? Leute? Wir waren alle irgendwie voll weit weg. Sowas kann auch schief laufen, meine Herren. No. Mal schauen. Nein! Jetzt haben wir B, guys. Oh, nice, nice.
Thanks. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Ihr könnt gerne in den Chat schreiben. Das war schon ziemlich gut. Raute. Die Raute hinten dran. Ausschreiben oder drücken. Nummernzeichen. Für die ganz Jungen. Hashtag. Schöner 4K, ne? Ja, ich muss schon sagen, das ist schon ein ziemliches Pro-MLG-Kit, oder? Er gibt echt krasse Ansagen. Er quengelt nicht großartig rum. Gut, wir gewinnen auch. Ja, natürlich ist es gerade bei Kindern gefährlich, in Loose einzufahren. Da gibt es dann öfter mal eher Flame. Aber auch nicht zwingend. Ich muss sagen, er hier... Ihm hier ist schon wirklich nice. Ja, ich denke, das kommt auch in die Thumbnail so. Das MLG Pro Kit führt uns zum Sieg. Oder eben zu dem Spielergebnis, das wir erzählen. Aber er ist schon... Hör mal, who wants the deagle? Er ist schon fucking lit. Ach nein, wo schieße ich denn hin? One is half HP on B. Hab das gesehen, ich bin so auf ihm drauf und dann entscheide ich mich aber unter ihn und so wegzugehen. Weil ich muss ja nicht zwingend auf ihn schießen. Egal, die Boys machen das. Es fehlt dann nur noch 2 gegen 5. Oh. Hm. Also ich will nochmal auf B gehen und ich spüre es. Ich kann... Oh. Ja gut, ich gehe underground zu A, damit die Boys hier nicht so alleine sind. One shot. He's coming. Okay. He's short, he's on short. Ah shit! Last B! Ich hätte einfach da warten sollen, aber ich habe mich jetzt von der Hektik des Teams überreden lassen, zu verschieben. Er wusste, dass ich da stehe, ich habe ja eben seinen Mate gekillt. Ich habe ihn auch steppen gehört, während ich seinen Mate gekillt habe, also von daher, es war ziemlich unüberlegt. Ich glaube, in so einem Moment muss man die Mates ausschalten, zu 100%, und dann einfach nach dem eigenen Gefühl gehen, denn das ist dann, vor allem wenn man ihn schon hört, in dem Fall das Richtige, würde ich sagen. Ja, jetzt habe ich die Bombe, Boys. Das ist fast das gleiche Spiel wie vorhin, nur umgekehrt, was die Punkte angeht. Das freut mich irgendwie. Wow, er pusht einfach. Schießen, Drickgold. I got planned on A. Sei schon, Yellow deckt mich. Nice. Ich deck hinten ab. Ah, der Kollege geht schon nach hinten. Dann gehe ich hier hoch. Good half. Ich würde sagen, unsere gesamte Teamleistung. I'll go A. Double Nade an A. Schade, dass da keine Double Nade am Start war, ne? Die Jungs haben es noch im Griff, oder? Okay. Bomb is in front of me. Okay. Ah, der knifet er mich doch weg, der Pisser. Ich hole jetzt auf jeden Fall eine Nade und einen Diffuse und eine Deagle. Ich glaube, Purple ist der kindliche Freund von unserem Kind. Und der ist schon so ein bisschen salty. Also vorhin war er leicht salty, aber unser MLG-Boy ist wirklich am Recken. Short is down. Bump down on B, nice. Coming. Komm schon, sei da nicht, sei da nicht, sei da nicht. Down and short. One to the left. I've got Diffuse, we got time. Oh! Oh, nice. Ha! Kacknase! Sklattert da! Oh! Ah! Da hat der Vati mit der Deagle aber ganz schön reingepimmelt, oder? Ihr könnt gerne mal schreiben! Keine Ahnung. Schon wieder auf B. Ich gehe einfach direkt zur Bombe hin. One car now. We got the bomb still. One car. Lass ihn doch kommen. Oh nein, Big Boy. Stell dich nicht so dahin. Where? Weißt du, Big Boy ist ultra low. Yeah, I think they're kitchen. Ja, yeah, they're coming. Alter! Was für eine Deagle-Pressung. Ich hätte nicht hingehen sollen. Oh mein Gott, der Mate ist so low. Bitte nicht, bitte nicht. One dinked. One dinked? Yeah, one. Oh. Nur noch einer mit half HP, das macht er. Der ist da irgendwo. Oh. Nice. Ja, sehr gut, sehr gut. Dein Fadenkreuz ist richtig schön auf seinem Kopf geklebt. Extrem nices Team. Wirklich. Also... Ja, doch, nee, nice. Palace, steps. And at least one T-Stairs. One palace, one stairs. Okay. Last one, palace. I'm popping. Okay. Jetzt kann ich mich sogar noch an die Spitze hocharbeiten. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das liegt echt daran, weil ich wirklich ultra, ultra, ultra Bock hatte auf Matchmaking. Nur deswegen bin ich gerade so am Global. Ja, es läuft. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch gerade wieder etwas anders unterwegs. Und zwar laber ich nicht so viel, während ich dann wirklich hart in der Situation stecke. Sondern bin dann focused. 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 100 Bräunen in Kitchen. Sehr gut, sehr gut. Also solche Kinder habe ich gerne öfter im Team, die so extrem MLG-Pro-mäßig unterwegs sind. So richtig mit knackigen Ansagen und links und rechts. Ein perfektes Beispiel dafür, dass es auch mit den Kids gut laufen kann. I'm gonna rotate to B. Okay. Fuck, one is connector. Den habe ich nicht gesehen. What the fuck?
Oh, Houdini geht ab. Oh, schade. Nice try. He saw me. Shit. You got a flash, eh? Attention. Flash on A. Nice shit. One T-Stairs. Oh! Eco, maybe? Achtung, das wird's jetzt. 3, 2, 1. Ha! Du hast gemerkt, wie lange die Pisser gewartet haben. Alle wollten sich den Kobe holen. Was? Ist low HP. Das darf doch wieder nicht wahr sein, oder? Ich glaube, ich habe ihm einen Headshot gedrückt, ne? Also ja, natürlich habe ich ihm einen Headshot gedrückt. Den Assist hätte ich schon gern auch mitgenommen. Naja. Okay, können wir Fullby machen? Nein, gar nicht. What the fuck? Was hat Houdini gemacht? Ich verschiebe direkt wieder, wenn die beiden hier sind. One is mid. Maybe go on connector. Okay. Ach, one is underground. Fuck! Warum ist der Pisser doch in Underground? Das gibt's doch gar nicht. Warum steht der da rum? Okay, komm, habt ihr. Na, drum springen. Oh Gott, du kriegst den Insta-Headshot. Hör auf. Da geht jetzt Connector und holt ihn von hinten. Oh no. Come on. Ja. Nice. Jawohl, GG. Männer, schaut mal, wer ganz oben steht. Wir waren aber im Gesamten schon wirklich nah beieinander gelegen mit den Kills. Das war schon eine schöne Teamleistung. Und wie gesagt, unser hier Big Man, Big Mac, Global Kind, höchst imitiös. Heute gibt es am Schluss des Videos keinen Skin, aber ich freue mich, dass ihr bis zum Ende schaut und belohne euch deswegen immer mal wieder mit einem kleinen leckeren Skin. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.